bevor wir uns gleich ums Fachliche kümmern, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wir haben genau in einer Woche unseren Heimat-Event und da werden wir euch eine ganze Menge Neues vorstellen und vor allem kann man mal so ein bisschen Einblicke bekommen, wo Pfeif herkommt, was wir machen, wie wir produzieren, einfach so ja, die ganze Philosophie rund um unsere Firma, unsere ganzen Mitarbeiter kennenlernen. Also wer noch nicht angemeldet ist, schnappt euch noch schnell einen der letzten Plätze, es sind noch ein paar Hotelzimmer frei, meldet euch im Büro oder direkt unter info@5-konzept.de oder event@5-konzept.de und meldet euch noch an. Ich freue mich über jeden von euch, der kommt. Und jetzt erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was über das Knie. So, ich habe häufig jetzt in letzter Zeit in Schulungen auch Fragen über Social Medien die Frage bekommen bei Knieproblemen mit dem Gluteus, mit dem Glute Mover. Und das ist natürlich ein Thema, weil wir hier schon relativ krassen Stress aufs Knie bekommen, wenn wir da eben irgendein Problem haben. Oft haben die Leute irgendwelche alten Meniskusverletzungen oder irgendwelche alten Bandverletzungen, was dann eben meistens in sehr viel Spannung um die Schlinge, ums Knie rum sich widerspiegelt. Das heißt, wir haben sehr viel Spannung Traktus, sehr viel Spannung Adduktoren und das merken wir natürlich ganz deutlich, wenn wir hier massiv rangehen. Ich zeige euch gleich, wie man damit ein bisschen umgehen kann, wie man da ausweichen kann mit den Leuten, um trotzdem die Übung zu machen, weil euch muss klar sein, die Spannung hier außen im Traktus macht den Schmerz im Knie, den Stress hier außen, dieses aufklappende Knie. Und um diese Spannung zu reduzieren, ist eben gerade der Gluteus, weil wir hier eben den Gluteus entspannen, der maßgeblich den Traktus mitbildet, ist die Übung super wichtig, die trotzdem zu machen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Alternativen, wie wir die Übung trotzdem machen können. Vorbereitend könnt ihr super gerne mit einer Black Hole arbeiten, natürlich den Traktus weich machen, vortriggern. Arbeitet da nicht zu schnell, sondern auch mal punktuell, lasst mal den Druck wirken, wirklich Spannung abbauen im Traktus, damit eben dieses Spannungsfeld hier schon mal weniger wird. Das hilft schon mal, um die Übung vorzubereiten. Dann denkt immer auch an den Kniestand. Es gibt für mich keine effektivere Übung als Hip Mover und Kniestand, um den Traktus zu entspannen. Dazu gibt es schon Videos. Googelt einfach mal 5 Kniestand, da findet ihr eine Menge dazu, mache ich jetzt nicht nochmal extra. Beim Gluteus selber, um damit zu arbeiten, zeige ich euch jetzt die Varianten. Also ideal wäre, wir arbeiten hier mit einem möglichst offenen Winkel. Ideal deshalb, weil wir jetzt die meiste Rotation in der Hüfte haben, also sehr viel Gluteus, sehr viel Piriformis-Anteil haben und die beste Wirkung, beste Rotation und Flexion in der Hüfte wieder bekommen können. Bekomme ich das jetzt noch nicht hin, gerade auch nicht in dieser Höhe, auch nicht mit diesem offenen Winkel, kann ich mit dem Winkel des Knies spielen. Das heißt, ich gehe hier ein Stück weiter runter, einfach weiter unten anfangen, macht es den Leuten einfacher, holt die da ab, wo sie gerade stehen und jetzt kann ich hier den Winkel vom Knie mehr beugen. Ja, also vorhin hatte ich einen sehr offenen Winkel, quasi 90 Grad und jetzt gehe ich hier mehr in eine Beugung rein im Knie, habe dann ein bisschen weniger Rotation in der Hüfte, ein bisschen weniger effektiv. Aber ich kann ohne Stress im Knie anfangen zu arbeiten und kann die Leute abholen. Ihr geht dann trotzdem hier nach vorne rein, nehmt auch den Oberkörper mit nach vorne, im Idealfall auch mit etwas Aktivität, um eben den Gluteus nach und nach zu entspannen und eben auch die Spannung vom Traktus wegzunehmen. Die Chance ist groß, dass die Leute dann immer mehr Winkel zulassen können, also hier immer offener arbeiten können und auch immer weiter nach oben kommen mit dem Tisch. Das kann so weit gehen, wenn ihr wirklich Leute habt, die am Anfang ein massives Problem haben und einfach auch massive Einschränkungen, dass ihr ganz weit unten anfangt und wirklich das Knie erstmal so auflegt mit dem Schienbein voraus und hier überhaupt mal an der Beugung wieder arbeitet und da wieder Stück für Stück euch reinarbeitet. Also es gibt für mich fast keinen Kunden, Patienten, wie auch immer, der jetzt hier nicht anfangen kann, irgendwie zu arbeiten. Bereitet es gut vor, Black Hole und Co., also Faszienarbeit in der Struktur, und geht dann nach und nach mit niedrigen Höhen immer weiter nach oben und arbeitet euch daran. Und dann bekommt ihr eine gute Hüftmobilität, eine gute Kniemobilität, auch weniger Spannung im Traktus. Tut dem Knie gut, tut der Hüfte gut. Super wichtige, fundamentale Übung. Ich zeige euch auch gleich mal noch eine Alternativübung, die man ohne Gerät machen kann, um auch dort diese Übung mit einfließen zu lassen. Alternativ zum Gluteus-Gerät könnt ihr mit der Taube aus dem Yoga arbeiten. Fast die gleiche Muskulatur, die auf Länge trainiert wird. Ihr bekommt auch ganz schön Aktivität rein. Und auch bei der Taube gilt das Gleiche mit dem Knie. Das heißt, ihr beginnt hier, Liegestütz, Bein unter den Körper. So, jetzt kann ich hier wieder den Winkel bestimmen. Fange ich eher so an, weniger Stress auf dem Knie. Gehe ich hier weiter nach außen, tendenziell mehr Stress auf dem Knie. Das heißt, arbeitet euch hier wieder ran.
Dann weit ablegen, also Gesäß sollte so weit wie möglich runter, Becken bleibt einigermaßen waagrecht, nach vorne ablegen und für die Aktivität könnt ihr hier wieder leicht abheben. Ja, also auch hier fast die gleiche Übung, fast die gleiche Anforderung, nur dass wir auf den Boden runter müssen, nicht ganz so schön dosieren können von der Höhe und so weiter, aber eine super Alternative, wenn ihr mal gerade kein Five zur Hand habt und trotzdem Beweglichkeit trainieren wollt. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt es drunter und wir sehen uns bis bald. Ah, und nächsten Donnerstag, wer Zeit hat, kommt, meldet euch an, wir freuen uns. Ciao, ciao.